Herr Bosbach, man kommt ja nicht dran vorbei, man muss am Anfang über Corona reden. Wie ist es Ihnen gegangen, so ein Jahr jetzt mit Corona? Ich muss dringend wieder auf die Piste. So ziemlich genau ein Jahr, als die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden. Normalerweise bin ich ja jeden Wochentag unterwegs und es sind mittlerweile weit über 100 Veranstaltungen, die komplett abgesagt wurden. Andere Veranstaltungen sind ins Netz gewandert. Ich bewundere die Möglichkeiten der modernen Technik. Mittlerweile kann ich auch mit Zoom und Webex und anderen Formaten, Portalen gut umgehen, aber ich kann mich daran nicht gewöhnen. Für mich geht nichts über eine Live-Veranstaltung, dass man die Menschen auch sieht, auch die Reaktionen aufnimmt beim Publikum. Das kannst du nicht im Internet kopieren. Es war ja auch sportlich, eine Location zu finden in diesen Tagen. Das Hotel Kempinski in Frankfurt-Grafenbruch hat Gott sei Dank die Möglichkeit. Ist ja alles nicht mehr so einfach. Was haben Sie denn so sportlich gemacht im letzten Jahr? Ja, zunächst ging es ja. Wir waren tatsächlich im März noch Skilaufen, allerdings nicht in Ischgl, wer weiß, wofür es gut war, sondern in Obergurgl. Aber schlau, wie wir damals schon waren, uns war das alles nicht geheuer. Da kamen ja die Nachrichten aus Ischgl, also kein Après-Ski auf der Skihütte, bestenfalls draußen, niemals drin. Wir haben es auch gut überstanden. Wir sind donnerstags abgereist. In der Woche drauf musste das Hotel auch schließen. Im Sommer konnte man ja noch Tennis spielen, auch noch Golf spielen. Und dann war das ja auch vorbei. Zum einen, der Winter setzte ein. Zum anderen war es ja bis vor wenigen Tagen bei mir zu Hause in Nordrhein-Westfalen verboten. Also runter von der Couch, mehr laufen, das ist ja Gott sei Dank erlaubt gewesen. Wenn wir zurückblicken, wir sind beim Sport. Profi, auf der einen Seite der Profisport, auf der anderen Seite der Amateursport. Was war im letzten Jahr, was diese beiden Bereiche angeht, gut und was war schlecht? Also gut war sicherlich, dass die Fußball-Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Ich weiß ja noch genau, welche Proteste es damals gab. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat das eher kritisch gesehen. Was hat der Lauterbach alles erzählt, warum das nicht geht? Was hat der Kevin Kühnert alles erzählt? Alles falsch, was damals an Warnungen kam. Es war ein sehr kluges, ausgefeiltes, verantwortungsvolles Konzept der DFL. Es hat einige Corona-Fälle gegeben, stimmt, aber die Vereine im Großen und Ganzen sind sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema umgegangen. Einige Spieler leider nicht, aber das kannst du nicht vermeiden. Was ich damals schon als abenteuerlich empfunden habe, zu glauben, wir stellen jetzt mal den Spielbetrieb 1,5, 2 Jahre ruhig. Und dann fangen wir wieder so an, wie es früher war. Dann hätte es die Vereine, jedenfalls viele Vereine, überhaupt nicht mehr gegeben. Man muss auch mal an die wirtschaftliche Bedeutung denken. Und wir waren auch Vorbild für andere europäische Ligen. Also DFL hat, und die Vereine haben einen guten Job gemacht, auch heute noch. Für mich persönlich gilt, das Stadionerlebnis kannst du auch nicht 1:1 übertragen auf eine Fernsehübertragung oder auf Streamingdienste. Ich brauche auch so ein bisschen die Atmosphäre. Im Sommer die Hitze, im Winter die Kälte in einem Stadion, um auch so zu spüren, was die Spieler empfinden, wenn sie auf dem Platz einlaufen. Im Amateursport hat es mir leid getan, bis heute noch Mannschaftssport, Kontaktsport verboten. Problem auch, nicht wenige haben sich aus den Vereinen abgemeldet und ob die alle wiederkommen, das wissen wir heute auch nicht. Das gilt vor allen Dingen für den Kinder- und Jugendbereich. Das würde ich total bedauern, wenn die dem Sport verloren gehen würden. Verstehen Sie dann die Debatte, dass einige dann mit dem Finger auf die Profifußballer zeigen und sagen, warum dürfen die ihren Job ausüben? Ich muss meinen Laden aber schließen, mein Restaurant. Ja, das kann ich nur zur Hälfte verstehen, denn andere gehen ja auch ihrem Beruf nach. Hat ja auch keiner gesagt, wieso gehen Sie in Ihre Firma arbeiten? Wir dürfen unseren Betrieb nicht offen halten. Das sind nun mal Berufssportler, die von der Ausübung ihres Sportes leben, zugegebenermaßen im Fußball materiell in jeder Hinsicht abgesichert, jedenfalls wenn sie erste, zweite Liga spielen. Der Spielbetrieb ging ja noch runter. Dritte Liga hat gespielt. Mein Heimatverein spielt in der vierten Liga. Auch Spielbetrieb, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Grunde haben die Berufssportler, später auch Handball, Basketball, Eishockey,
ihren Beruf ausgeübt, wie Millionen andere ihren Beruf auch ausgeübt haben, unter den besonderen Bedingungen von Corona. Fürs Image war es aber sicherlich nicht förderlich. Friseurbesuche, Tattoos, die Club-WM in Katar. Hat das Image des Fußballs gelitten unter Corona? Das Image hat eindeutig darunter gelitten, weil viele und auch nicht zu Unrecht der Eindruck hatten, das ist so eine Art Paralleluniversum. Auf der einen Seite das Volk, auf der anderen Seite die Spitzenkräfte des Profifußballs. Was haben wir mit denen zu tun? Da ist ein Stück Basisnähe verloren gegangen. Aber was Katar angeht, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, die WM nach Katar zu vergeben. Ich fürchte, da spielt das Geld mittlerweile eine größere Rolle als der Sport. Sie hatten schon angesprochen, gerade Kinder und Jugendliche sind ja seit einem Jahr die Leidtragenden. Kein Training, kein Wettkampf, keine Bewegung. Muss da nicht schnellstens was getan werden? Ja, es gibt keine Entscheidung. Von dem Gedanken müssen wir uns jetzt mal endgültig verabschieden. Es gibt keine Entscheidung, die risikolos ist. Es gibt keine Entscheidung, wo jeder sagen würde, genau richtig, warum haben wir das noch lange nicht gemacht? Es ist ein vorsichtiges Abtasten. Es ist sogar möglich, wenn wir jetzt zum millionenfachen Einsatz von Schnell- und Selbsttests kommen, dass die Infektionszahlen steigen. Nicht, weil wir mehr Infizierte haben, sondern weil wir mehr Infizierte entdecken, weil wir das Dunkelfeld aufhellen. Der Trend wird nicht anhalten, weil wir dann gezielter Infektionsketten durchbrechen können. Aber ich wette, in ein paar Tagen beginnt die Debatte, ob die Lockerungen nicht zu früh waren. Und deswegen ist immer entscheidend, wie verantwortungsbewusst man umgeht. Schwer zu erklären ist, wenn Sie auf dem Bolzplatz 20 Spieler tummeln, ohne Aufsicht, ohne Training, weil sie Spaß am Spiel haben, was ich auch durchaus verstehen kann, aber der Vereinssport ruhen muss. Ich habe es beim Tennis auch nicht verstanden. Ich hätte noch verstanden, wenn man gesagt hätte, keine Doppel oder die Vereinsgastronomie bleibt zu oder geduscht wird zu Hause. Hätte ich alles verstanden. Aber warum der Trainer nicht einem Schüler oder einer Schülerin eine Unterrichtseinheit geben kann? Das sind 40 Meter auseinander. Was soll da passieren? Oder wenn zwei spielen, ein Einzeln, kann sein, dass die sich mal begegnen, tun sie im Supermarkt auch und da sind es viel mehr auf einer Stelle. Haben wir da vielleicht auch viele Kinder und Jugendliche verloren, zwecks Nachwuchssport? Ja, das ist ja meine Befürchtung. Wir haben sowieso Bewegungsarmut. Das hat aber jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern mit den mobilen Endgeräten. Wenn man sieht, womit sich die Kinder heute beschäftigen. Also ich bin weit von der Haltung entfernt, Opa erzählt vom Krieg, die Zeiten ändern sich. Wir haben damals auf der Straße gespielt, wir sind auf der Straße groß geworden. Das ist heute eher ein seltenes Bild. Die Kinder sind im Internet unterwegs, wir haben Videospiele. Also auch was für Kinder wirklich attraktiv ist. Aber das fördert natürlich nicht den Bewegungsdrang und ersetzt auch nicht die sportliche Betätigung, wenn ich virtuos mit beiden Daumen umgehen kann. Wir haben zum Beispiel motorische Probleme, was das Rückwärtslaufen an Kindern angeht. Wir haben immer mehr Nichtschwimmer. Wenn mal das für ein paar Monate pausiert, es gibt Schlimmeres. Aber wenn die Kinder dann gar nicht mehr zurückkommen, das ist bitter. Sport treiben ist das eine, Sportevents besuchen ist das andere. Was glauben Sie, wann haben wir wieder Fans in Hallen, in Arenen, in Stadien? Also vollbesetzte Stadien kann ich mir in diesem Jahr gar nicht mehr vorstellen. Vielleicht 10, 20, 25% Auslastung, personenbezogene Tickets, keine Stehplätze, Sitzplätze, vielleicht nur jeder zweite oder dritte Sitzplatz. Vielleicht muss man Masken anhalten, bis man den Platz eingenommen hat. Schwierig wird es ja schon, jedenfalls bei Fußball, bei den großen Ereignissen, Eishockey, Handball, wenn Tausende kommen, zu sagen, Test als Voraussetzung. Also das würde ich mal gerne sehen, wenn 10.000, 20.000 kommen, wie die alle schnell getestet werden sollen, bevor sie ins Stadion kommen. Also da fehlt mir im Moment die Vorstellungskraft. Also ausgedünnte Belegung, vielleicht wie gesagt 10, 20%.
Aber das würde auch schon Stimmung bringen. Für die Mannschaften ist das ein Unterschied, ob sie vor leeren Rängen, vor Kameras spielen oder in Stadien mit einigen tausend Zuschauern. Aber für mich wäre das eine Überraschung, wenn das dieses Jahr schon in den Normalbetrieb übergehen könnte. Ganz entscheidend ist natürlich, wie kommen wir beim Impfen voran. Also mit Flughafenbauern haben wir unsere Probleme. Jetzt haben wir auch noch die Probleme beim Impfen. Da sind andere Länder weit voraus. In wenigen Tagen wird Israel die gesamte Bevölkerung durchgeimpft haben. Großbritannien weit vor uns. Selbst die USA mit 330 Millionen Einwohnern sind uns meilenweit voraus. Keine Ahnung, warum das ausgerechnet bei uns so hakt. Wir haben noch nicht mal 5%. Bei der Zweitimpfung liegen wir noch unter 2%. Also wenn wir beim Impfen nicht richtig Gas geben, dann nützt uns auch der Aufwachs beim Schnelltesten nicht, denn Schnelltest, Selbsttest ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Das kann ja nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Der Königsweg, der Goldstandard ist, dass wir viel mehr Menschen impfen, als das zurzeit geschieht. Sie haben gerade schöne Beispiele genannt in anderen Ländern. Sind wir beim nächsten kleinen Block. Liverpool gegen Leipzig macht das Hinspiel in Budapest, das Rückspiel in Budapest. Molde gegen Hoffenheim, die spielen in Villarreal. Die Basketballer aus Bamberg, die waren in Tschechien, müssen jetzt 10 Tage in Schutzquarantäne. Andere BBL-Spiele können deswegen nicht stattfinden. Hätte man nicht auf diese ganzen europäischen Wettbewerbe einfach mal verzichten sollen? Ich nehme an, das ist auch eine Frage der Bilanz der Vereine. Wenn wir heute die Unterschiede sehen in den Bilanzen der Vereine, in der Gewinn- und Verlustrechnung, sind ja in der Regel große Kapitalgesellschaften, dann ist der Unterschied, wer spielt auf europäischer Ebene, also UEFA-Pokal oder Champions League, und den anderen Vereinen, die nicht europäisch unterwegs sind, gigantisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vereine, die damit kalkuliert haben mit den Einnahmen, dass die darauf ohne weiteres mal verzichten können, von den Verträgen mit den Fernsehanstalten ganz abgesehen. Das würde dann auch bedeuten, dass diese Europameisterschaft im Fußball in 12 verschiedenen Ländern auch so stattfinden sollte? Oder haben Sie das hängt ganz davon ab, wie das Infektionsgeschehen in diesen Ländern ist, vor allen Dingen mit dem verantwortungsvollen Umgang mit der neu zurückgewonnenen Freiheit. Bleibt ja auch mal erstmal abzuwarten, wie die neuen Angebote, die alten Angebote sind, angenommen werden. Das hängt nicht immer alles am Staat, das hängt auch an jedem Einzelnen, wie verantwortungsbewusst man ist, sich selber gegenüber, aber auch den Mitmenschen gegenüber. Und da haben wir ja ganz unterschiedliche Entwicklungen, nicht nur in Europa, sondern auch bei uns in Deutschland. Ich persönlich hätte mich sowieso gefreut, wenn ein Land der Ausrichter gewesen wäre und nicht, wenn wir die EM in halb Europa verstreuen. Glauben Sie denn, dass es dieses 12-Länder-Europameisterschaft die geben wird dieses Jahr? Oder glauben Sie tatsächlich, wie Sie da sagen, dass es vielleicht dann alles... Ja, vielleicht sind es nur 10, vielleicht sind es nur 6, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß eins, wenn Länder dabei sind, die Hochrisikogebiete sind oder Inzidenzgebiete, dann kann sich das multiplizieren, was Sie gerade zu Recht als besonders schwierig charakterisiert und kritisiert haben. Wie Quarantäne bei Rückkehr. Anderes großes Event, Olympia. Es heißt da, glaube ich, fast immer noch in den Marketinggeschichten Olympia 2020, obwohl wir 2021 sind. Ja. Auch das größte Sportevent der Welt. Journalisten kommen dahin, Funktionäre kommen dahin, natürlich Sportler und Trainer aus aller Welt. Auch nicht zu gefährlich, sollte man das nicht auch absagen? Also ich muss dann gestehen, ich kenne jetzt die Infektionszahlen in Japan nicht. Ich weiß nur, das ist eine Mammutaufgabe. Und bei den Olympischen Spielen wird es sicherlich so sein, dass man nicht nur Tests hat, sondern dass man auch im Hochsommer, was das Thema Impfung angeht, eine wesentlich bessere Lage hat als jetzt in der Endrunde der Champions League oder der Euroleague. Dazwischen liegen ja mehrere Wochen. Da werden wir doch mit dem Impfen sehr, sehr viel weiter sein. Das gilt dann sicherlich auch für den Sportbetrieb, denn jetzt haben wir in der ersten Gruppe über 80, in der zweiten Gruppe über 70 und die chronisch Kranken, die also eine besondere Risikogruppe darstellen. Aber im Hochsommer glaube ich, dass wir eine andere Lage haben. Würde den Sportlern ja auch helfen, die ja, es ist ja ein Traum eines Sportlers, bei Olympia teilzunehmen. Letztes Jahr wurde es ja schon verschoben. Ich glaube,
Die holen sich ja jeden Tag die Motivation, um einmal bei Olympia teilzunehmen. Ja, richtig, da trainieren die auch Jahre drauf hin. Bundesliga-Saison ist jedes Jahr. Und jedes Jahr ist die Frage, wer wird deutscher Vizemeister? Das ist ja immer spannend. Die Meisterschaft wird ja schon vorab entschieden. Und ich kann das verstehen, dass dann Sportler sagen, das ist nicht nur der Höhepunkt des Jahres, das ist der Höhepunkt meiner Karriere, denn die nächste Chance hast du ja dann erst 4 Jahre später. Aber es gibt für Politiker, auch für Sportler, unfassbar viele Möglichkeiten, sich unmöglich zu machen. Und eine sichere ist, sich beim Impfen vorzudrängen. Wann haben wir denn mal wieder Olympische Spiele in Deutschland? Ja. Das scheint ja auch im Moment richtig gut zu funktionieren. Ja, also ich sehe das ein bisschen entspannter als Lokalpatriot aus der Rhein-Ruhr-Region. Lassen wir uns mal nichts vormachen. Brisbane ist ein toller Kandidat. Punkt. Ich kenne die Stadt. Ich weiß auch, dass sie in der Zeitzone von Asien liegt. Also Hunderte von Millionen liegen ja in der Zeitzone von Ostaustralien, ist ja die Ostküste Australiens, also ein Riesenmarkt und eine faszinierende Stadt, also 57 Kilometer Küste, kann Nordrhein-Westfalen nicht bieten. Und die Australier sind auch mal wieder dran. Wir haben ja vorher noch mit Paris einen europäischen Ausrichter, also man muss jetzt nicht unbedingt sagen, wenn Rhein-Ruhr nicht drankommt, da war wieder Korruption im Spiel oder Ähnliches. Nee, also man muss auch mal jönne können. Und wir haben Leipzig nicht bekommen. Hamburg ist durch Bürgerentscheid vor die Wand gefahren. Garmisch-Partenkirchen haben wir nicht bekommen. Riesige Proteste in der Bürgerschaft. Vielleicht gibt es mittlerweile auch eine Skepsis beim IOC, dass die sich denken, wer weiß, wie das in Deutschland weitergeht. Wäre denn 2036 dann ein Thema, also 100 Jahre nach Berlin, ist das dann der richtige Zeitpunkt? Ich kenne das noch von 1972 in München. Da hieß es ja zweimal 36, gleich 72. Man kann es auch genau umgekehrt sehen. Also Sie haben recht, so die Olympischen Spiele 1936 waren ja auch ein politisches Spektakel. Da hat sich ja Nazi-Deutschland der Welt ganz anders präsentiert, als es 1936 schon war. Ganz interessant, das im Detail nachzulesen in dem Buch Olympia von Volker Kutscher, eigentlich ein Kriminalroman, aber die Kulisse sind ja die Olympischen Spiele 1936. Und man könnte es auch genau umgekehrt sagen. Man könnte sagen, so 100 Jahre später zeigen wir eben ein Deutschland, was tatsächlich vielfältig, bunt, weltoffen, tolerant ist, so wie wir es 1972 in München auch gezeigt haben. Schade ist eigentlich, dass man in letzter Zeit immer, wenn man über Sport redet, auch über Sportpolitik reden muss. Sie haben es eben auch mal schon mal angedeutet. Das nächste Event, WM 2022 in Katar. Angeblich gab es da 6.500 Tote in den Baustellen. Muss da nicht die Notbremse gezogen werden und sagen, wir können da keine WM veranstalten? Jetzt unabhängig, ob das im Dezember ist, das interessiert es nicht. Ich weiß nicht, welche Verträge abgeschlossen worden sind, in der Stadien gebaut worden. Also ich weiß nicht, welche Milliarden da auf die FIFA zurollen können, keine Ahnung. So bitter wie die Berichte über die Menschenrechtslage, über Menschenrechtsverletzungen auf den Baustellen, über Tote sind, der Fehler war die Vergabe an sich. Das ist der Fehler. Eine solche Vergabe, die haben ja nun nichts gegen Katar, aber dass die eine lange Fußballtradition haben, dass die Fußballkultur pflegen, das sind ja Märchen. Und meistens wird dann erzählt, so wie auch bei der Vergabe der Olympischen Spiele nach China, nach Peking, ja, dass man das ganz bewusst gemacht hat als politisches Zeichen. Jetzt müssen die Länder sich öffnen und einmal die Jugend der Welt empfangen. Und jetzt in Katar eben, dass man eine ganze Region dieses sportliche Weltereignis gibt. Und glauben Sie mir, Endspiel, Schlusspfiff, wird sich in Katar diesbezüglich nichts geändert haben. Mit oder ohne WM, es wird sich nichts ändern. Ich glaube, jetzt im Frühjahr 2021 ist es sowieso zu spät. Also eine Fußball-Weltmeisterschaft, das ist ja auch keine Dorfkirmes, die du mal eben verlegen kannst, vom Marktplatz auf den Schützenplatz. Das muss ja einen langen Vorlauf haben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Karten schon verkauft worden sind für die Stadien und. Also jetzt nicht mehr, nein, jetzt wird es nicht mehr gehen. Hätte man sich vorher überlegen müssen. Gehen wir ein bisschen weg von Sportpolitik, sondern zum Reinsport. Kommen wir zum Fußball, da sind wir ja gerade.
Wie sehen Sie gerade im Moment das Bild des Fußballs in Deutschland? Ich bin immer noch begeisterter Fußballfan und muss sagen, ich gucke auch nicht weniger Spiele als vorher, wenn ich die Möglichkeit habe, eine attraktive Begegnung zu sehen. Mein Heimatverein, 1. FC Köln, sowieso, wobei sich da leider die Begeisterung sehr oft in Grenzen hält. Deswegen auch der etwas traurige Tabellenstand meines Vereins. Also die Liebe zum Fußball hat darunter nicht gelitten, aber die gesellschaftliche Akzeptanz ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Und die Taskforce, die da eingerichtet worden ist bei der DFL, machen wir uns bitte nichts vor, große Breitenwirkung wird das nicht hinterlassen. Am Ende geht es wahrscheinlich, welch eine Überraschung, um Geld. Man hat sich ja mal über Vertragsauflösungen oder Ausstiegsklauseln bei den Fußballern immer geärgert. Mittlerweile geht es ja bei den Trainern genauso, Stichwort Marco Rose. Oder bei Sportvorständen, Stichwort Freddy Bobic. Wie sehen Sie das? Also da war ich nicht dabei. Also wenn jetzt Freddy Bobic sagt, das habe ich übrigens gesehen im Anschluss an den DFB-Pokal, war ja diese Sendung Sportschau. Also sinngemäß hat Freddy Bobic gesagt, der Verein weiß doch, ich wollte ja schon im Sommer 2020 weg, da hat man mich gebeten, Corona, alles wird schwieriger, wir brauchen einen erfahrenen Mann, ich bin geblieben, aber jetzt gehe ich nach Berlin. So wie ich gestern Eintracht Frankfurt verstanden habe, das hören wir aber jetzt zum ersten Mal. Also da kann nur die eine Geschichte richtig sein oder es kann die andere Geschichte richtig sein. Beide gleichzeitig können nicht richtig sein, aber ich war nicht dabei. Marco Rose hat ja nun auch sportlich gerade keinen Lauf, aber da gilt doch ein Satz, den habe ich schon in meinen Kindertagen gehört, Reisende sollst du nicht aufhalten. Wie willst du jemand halten, der unbedingt weg will, wie Aubameyang und andere? Sie unterschreiben einen Vertrag und wenn dann ein tolles Angebot kommt, meistens aus England oder Spanien, hat der Spieler so viele Möglichkeiten. Es geht ja meistens um Edelkicker. So viele Möglichkeiten, den Verein zur Verzweiflung zu bringen, dass man am Ende sagt, oh, gut, dass wir den quitt sind. Das ist bitter, aber das ist so. Welcher Verein hat denn den Mut, dann den Spieler auf die Tribüne zu sitzen und ein Jahr da schmoren zu lassen? Wer hat denn diesen Mut? Und dann sinkt der Marktwert des Spielers. Der wächst ja nicht, wenn er nicht spielt. Wir reden jetzt beim nächsten Thema nicht gerade um den 1. FC Köln, aber ich habe mal Überschrift gesetzt, Traditionsvereine versinken im Chaos. Der 1. FC Kaiserslautern ist ein gutes Beispiel, 1860 München, zuletzt der HSV und jetzt ganz auf Nummer 1 dieser Liste natürlich Schalke 04. Steht die Tradition, diese Fußballromantik einem Wirtschaftsunternehmen, da sind ja diese Fußballclubs auch echt im Wege? Je nach Satzung, ja. Es sind Wirtschaftsunternehmen. Ich habe auch nichts gegen Fußballromantik. Ich habe es ja auch nie weitergebracht als auf dem Aschenplatz. Ich liebe das auch, dass man an einer Tradition festhält. Ich finde es toll, dass die Spieler aus den 50er, 60er, 70er Jahren, da hatte ja mein FC nur wirklich noch was zu bieten, ja? Dass diese Spieler auch heute noch so zur Vereinsidentität gehören, so wie die Hans-Schäfer-Kurve. Im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Ich finde das eine tolle Geste der aktiven Fanszene gegenüber einem Weltmeister von 1954. Aber es gibt einen offenkundigen Widerspruch zwischen dieser Fußballromantik und der Erwartungshaltung. Denn die gleichen Fans erwarten natürlich sportlichen Erfolg von dem Verein und den hast du nur mit guten Spielern. Und die guten Spieler spielen nicht mehr für eine Bockwurst mit Kartoffelsalat, sondern die verdienen richtig gutes Geld. Und die haben heute so viele Möglichkeiten, ihren Marktwert zu realisieren. Die sind nicht auf Deutschland angewiesen. Bayern München bekommt weniger Fernsehgeld als der Tabellenletzte in England. Da bekommen ja auch selbst Spieler, die jetzt keine Spitzenspieler sind, tolle, attraktive Angebote. Also, wenn man möchte, dass der Verein den optimalen sportlichen Erfolg hat, dann geht das nur mit Spielern, die deutlich aus dem Durchschnitt herausragen, die den Unterschied machen und die kosten richtig viel Geld. Und da muss es auch Strukturen geben, bei denen man dieses Geld erwirtschaften kann. Aber wie kriegt man das in die Köpfe der Fans? Schalke hat, glaube ich, 160.000 Mitglieder und die wehren sicher. Die aktive Fanszene, insbesondere die Ultras,
sagen, wir sind die wahren Fans. Die anderen ist so Theaterpublikum, die gucken sich das an, aber für Stimmung im Stadion sorgen wir. Was übrigens stimmt. Und die anderen sind ja gar keine echten Fans, was übrigens nicht stimmt. Denn der Fan, der mit seinen Kindern an der Hand samstags nachmittags um 3:30 ins Stadion geht, der sich das Spiel anguckt und Kinder sind ja schon von der Atmosphäre fasziniert, ist mir genauso lieb wie der Fan in der Südkurve, der 90 oder 95 Minuten lang die Mannschaft pausenlos anfeuert und die überwiegende Zahl der Mitglieder eines Vereins gehört ja gar nicht der aktiven Fanszene an. Und es gibt Dutzende in ganz Deutschland, Hunderte, Tausende von Fangruppierungen, die auch mit Ultras nichts zu tun haben, die sich auch vielleicht gar nicht so der aktiven Fanszene, die da für Stimmung im Stadion sorgt, zugehörig fühlt. Die begleiten ihre Leute bei Auswärtsspielen, die sorgen für Service, die sorgen für Stimmung. Die gibt es auch. Und die haben bei einer Mitgliederversammlung, hat der treue Familienvater mit 65 genauso eine Stimme wie der Capo der Ultras. Mehr Stimmen hat er auch nicht. Herr Bosbach, jetzt sind Sie Bundestrainer. Müller, Boateng und Hummels mit zu EM? Müller, Hummels, also, wenn er den anderen Mitspielern nicht auf den Zeiger geht, Radio Müller, spielerisch, kannst du ja nicht auf den verzichten. Ist auch gut so für die Stimmung auf dem Platz. Da hast du mal einen, der eine Ansage macht. Für mich ist das oft zu ruhig auf dem Platz. Ich habe gerne, wenn die Spieler miteinander sprechen, sich mal anfeuern. Also Müller tut sicherlich gut. Hummels überragendes Stellungsspiel, Kopfballspiel, ganz schlauer Kopf. Boateng weiß ich nicht. Also da muss ich sagen, stecke ich nicht so tief drin, ob er wirklich als Innenverteidiger unverzichtbar wäre. Ich würde gerne Upamecano und deutschen Pass geben. Was kann denn die deutsche Mannschaft erreichen? Ist noch ein bisschen hin bis zur Europameisterschaft, aber trotzdem, so viele Monate sind es ja auch nicht. Was glauben Sie? Weil spätestens nach dem Spanien-Spiel ist die Meinung ja auch in Deutschland nicht jetzt so positiv, ob die ganz oben mitspielen können, Europameister werden können. Also was mich überrascht hat, das waren so die Klatschen bei der Vorbereitung in Russland, also die Niederlagen vorher, mit welcher Gelassenheit man die hingenommen hat. So ein bisschen so unausgesprochen mit der Haltung, also hier goldene Ananas, wir haben da nur ausprobiert, wir haben gewechselt und so. Im Rheinland würde man sagen, das ruckelt sich alles zurecht, wenn wir mal in Russland angekommen sind. Also mindestens Halbfinale hat sich alles nicht bewahrheitet. Dass wir schon in der Vorrunde ausscheiden, habe ich auch nicht geglaubt. Aber Viertelfinale ist Muss, Halbfinale wäre auch keine Sensation, mehr weiß ich nicht. Nicht nur wegen der Niederlage jetzt gegen Spanien. Für mich ist Frankreich im Moment das Maß aller Dinge. Also die haben ja einen Sturm, aber Respekt, wenn die da alles mitbringen. Und die sind technisch stark, hohes Maß an taktischer Disziplin. Also da gehören wir sicherlich nicht zu den Top-Favoriten. Kommen wir zum ersten FC Köln. Wie sieht da im Moment Ihre Liebe aus? Ja, was haben wir Glück, dass Schalke dabei ist. Mainz hat sich ein bisschen verkrabbelt und Bielefeld hat auch Probleme. Hab mich gewundert, dass man den Trainer Neuhaus entlassen hat. So schnell wirst du vom Hero zum Loser. Also das hat mich wirklich gewundert. Vielleicht sind da Dinge vorgefallen, die wir zwar jetzt gar nicht kennen, aber der war für mich immer so kernig, so bodenständig, so wie der Trainer von Paderborn auch. Der ist ja so der Trainer eine Marke. Ja, hat mir leid getan, aber im Moment, die Lokalpresse, sehr, sehr wohlwollend immer, selbst so nach einer 5-1-Pleite, ja, aber auf der zweiten Halbzeit können wir aufbauen, da haben wir übrigens mehr Tore bekommen als in der ersten, das nur am Rande, aber die suchen immer noch was Gutes, also Langmut der Lokalpresse, kann ich nur sagen, Respekt, auch Sympathie gegenüber dem Verein. Was mich so stutzig macht, ist das halbe Dutzend Langzeitverletzte mit echten Leistungsträgern. Bornau, Innenverteidiger, war wirklich der stabilste in der Abwehr. Tichos hat nach diesem fürchterlichen Zusammenprall mit seiner Halswirbelverletzung längere Zeit gefehlt. Jonas Hector, Florian Kainz, seit Monaten nicht mehr gesehen. Das ist natürlich bitter für einen Verein.
Bayern München hat ja das Glück, ist egal, wer da reinkommt, schlechter als der, der rausgeht, ist der, der kommt, mit Sicherheit nicht. Das hat Köln nicht zu bieten. Also wenn da 3, 4 Leistungsträger auf einmal ausfallen, großes Problem. Und dann kann ich nur hoffen, dass die wieder in der Restsaison zurückkommen. Und bei den Einkäufen, ich werde immer nervös, wenn der Begriff Perspektivspieler fällt. Im Moment Perspektive, die nächsten Wochen. Ich möchte jetzt nicht wissen, ob sich da ein Jugendlicher hält bis 2024 zu einer Granate entwickeln kann. Also ich möchte wissen, ist der Spieler jetzt derjenige, der uns jetzt in 4 Wochen hilft, ja oder nein? Und da habe ich jetzt so keine Verstärkung gesehen. Wir reden jetzt vom Wintertransfer, wo ich sagen könnte, gut, dass wir den geholt haben, der sichert uns den Klassenerhalt. Sie sind so, wenn man über SC Köln redet, so gleich mit Leidenschaft dabei. Und ich habe mal eben kurz noch gelesen, Sie sind ja mal fast auch mal Präsident geworden. Warum sind Sie noch nicht Präsident vom 1. FC Köln? Weil der Mitgliederrat, der das alleinige Vorschlagsrecht hat, mich nie und nimmer vorgeschlagen hätte, so wie Toni Schumacher auch nicht, ist ja auch Legende im Verein. Markus Ritterbach auch nicht. Ich habe ja Gespräche mit der Findungskommission geführt. Ich bin doch wirklich lebenserfahren genug. Ich wusste doch nach 3 Minuten, es ist keine Findungskommission. Die haben ja schon längst ihr Präsidium gefunden. Ich wusste auch, wer es wird, sondern die Gespräche werden pro forma geführt. Sowas gibt es, so Veranstaltungen gibt es in der Politik auch. Und ja, ich wollte nicht die Gegenkandidatur sein, die Unruhe in den Verein bringt. Das hätte Unruhe in den Verein gebracht, das hätte die Mitglieder gespalten, da bin ich überhaupt kein Typ für. Ich kann nur ein Angebot machen, wenn man gerne meine Mitarbeit hätte, mache ich gerne mit und wenn nicht, ist auch gut. Ändert an meiner Liebe zum Fußball und zum Verein überhaupt nichts. Dann hat man mich ja auch aussortiert aus dem Beirat beim 1. FC Köln, aussortiert aus der AG Fankultur. Und da kann ich immer nur sagen, gut, dann ist es eben so. Wenn der Verein das dann so für richtig hält, in Ordnung. Ändert an meiner Zuneigung zum Geistbock nichts. Was sind denn Ihre sportlichen Ziele noch für 2021? Ich arbeite immer noch dran, mein Handicap zu verbessern. Ja, also da ist noch viel Luft nach oben. Aber immerhin ein gutes hatten die ausgefallenen Veranstaltungen. Ich bin nicht mehr bei 34, sondern bei 25,2. Ich weiß auch nicht, ob man mit knapp 69 noch wesentlich besser werden kann. Aber mir macht es nach wie vor Spaß, bin nach wie vor ehrgeizig. Also wenn ich auf den Platz gehe, ob das Tennis ist oder Golf, dann will ich auch gewinnen. Wenn der andere besser ist, ist okay. Aber wenn ich schlecht spiele, kann ich mich auch heute noch ärgern. Danke für die Zeit. Danke Ihnen.